Hallo und herzlich willkommen bei E-Bike Verliebt. Heute zu einem neuen Video. Und zwar werde ich euch heute mein neues E-Bike vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Lasst gerne ein Abo da, das ist kostenlos. Und viel Spaß. Like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Kommen wir zum Bike. Also, wir haben hier einen Carbonrahmen und vorne haben wir die RockShox Pike mit 160 mm Federweg. Wir haben vorne normalerweise einen hauseigenen Vorbau und Lenker vom Norco. Das wurde aber halt hier bei mir schon alles getauscht. Wir haben die SRAM Guide T-Bremsen, waren mir bisher auch noch nicht bekannt, fahren sich aber sehr, sehr gut. Griffe sind normalerweise auch von Norco die hauseigenen drauf. Auch da habe ich natürlich jetzt schon überarbeitet, kann man so sagen. Kommen wir zum Eigentlichen des E-Bikes. Das ist natürlich der Motor. Hier haben wir den Shimano E8000 Motor. Natürlich mit drei Fahrmodi, Eco, Trail und Boost. Alles wunderbar. Man hat natürlich noch den G-Modus als Schiebehilfe für irgendwo bergauf zu schieben. Dann haben wir hier jetzt einen DVO-Toppers drin. Der wurde allerdings auch schon vom Vorbesitzer getauscht, denn ich habe das Bike gebraucht gekauft. Ursprünglich ist hier auch ein RockShox Super Deluxe drin. Der Hinterbau ist aus Aluminium. Wir haben hier eine SRAM GX Schaltung, dürfte glaube ich eine 1150 sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben vorne und hinten 200er Bremsscheiben. Die Laufräder sind von WTB, mal was ganz anderes. Kannte ich so auch noch nicht, die Firma, sagte mir erstmal überhaupt nichts. Wir haben natürlich auch eine Vario Sattelstütze. Die ist eine Trans-X und ursprünglich war auch hier ein Sattel der Firma Norco verbaut. Allerdings habe ich den natürlich auch schon dementsprechend ausgetauscht. Ja, also die Bereifung ist 27,5 plus und hat halt vorne und hinten den Maxxis Minion DHR. Und ich muss allerdings sagen, mit diesen Reifen komme ich jetzt so bei dem Matschwetter nicht unbedingt zurecht. Klar, bei meinen Touren ist das gar kein Thema, aber ich fahre mit diesem Bike natürlich auch Trails und im Bikepark. Und da merkt man halt schon, dass der Reifen halt nicht so viel Grip bietet. Diese werde ich also auf jeden Fall nochmal für dieses Wetter aktuell ein wenig tauschen. Vom Federweg habe ich ja schon ein wenig gesprochen. Vorne hat es 160 mm Federweg, wie gesagt, und hinten haben wir am Heck 150 mm Federweg, die auch wirklich sehr gute Arbeit leisten und völlig ausreichend sind. So, ich hoffe, euch hat das kurze Bike-Vorstellungsvideo von mir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt doch gerne auch mal in die Kommentare, was ihr so an Federweg fahrt oder was ihr für Komponenten dran habt, was ihr überhaupt für ein Bike fahrt, würde mich interessieren. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz schönen vierten Advent. Bis zum nächsten Mal. Ciao.